Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Heute ist der 4. Januar und wir sehen hier ein Bild, ein Kind in den Armen seiner Mutter. So würde ich das mal deuten. Oder es könnte auch seines Vaters sein. Ich vermute eher ein Junge, jedenfalls der kleine Junge hier. Ein ganz wunderbares, intimes Bild. Zwei Menschen, die zueinander gefunden haben. Ganz wunderbar. Und Frau Gentner und der Gangolf Schüssler, ein Mitbruder, der auch in Ludwigshafen wohnt, haben hier zusammen einen Text geschrieben, das eigene Herz weich machen. Ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, das können Sie nochmal diesen Text selbst vorlesen, weil gestern Nachmittag rief eine Person, die täglich Canisius TV anschaut, bei mir an und fragte mich: Hören Sie mal, Sie haben darüber gesprochen. Gestern haben Sie gesagt, dass die drei Könige einem Stern folgen. Sind Sie auch schon mal in Ihrem Leben so einem Stern gefolgt, wo Sie nicht genau wussten, wohin Sie das führt, aber Sie trotzdem mit einer großen Gewissheit dann hingegangen sind und das auch sogar schon, eigentlich, das ist ja auch ganz erstaunlich bei den drei Königen, die schleppen ja die ganzen Geschenke schon mit. Die gehen ja nicht einfach nur, nur einfach neugierig dahin, sondern die wissen, da kommt jetzt etwas ganz Großes und sie nehmen in den Geschenken das mit, was sie haben und was sie sind. Also ihren ganzen Reichtum bringen sie mit. Sie haben das, was sie, wofür sie stehen, wirklich ganz dabei. Sie kommen also mit großer Erwartung. Hab ich schon mal sowas gehabt? Wurde ich per Mail gefragt. Also, ich antworte jetzt mal auf diese Frage. Erst einmal, ich kann deswegen meine Geschichten dazu nicht erzählen, weil sie letztlich meistens mit Personen zu tun haben. Frau Gentner und der Pater Schüssler zitieren den heiligen Ignatius: Die Liebe muss mehr in die Werke als in die Worte gelegt werden. Und deswegen möchte ich davon auch nicht so viel erzählen. Wenn es die Liebe im weitesten und besten Sinne des Wortes, einen trifft bei der Begegnung mit einem Menschen. Aber es gibt ja auch noch andere Zeiten, wo ich sowas erlebt habe. Eine Zeit, meine ich, ist die Zeit, als meine Oberen zu mir kamen und mir sagten: Wir möchten, dass du Lehrer wirst. Ich bin nämlich nicht Jesuit geworden, um Lehrer zu werden. Auf die Idee wäre ich selbst nie gekommen. Aber als mir dann gesagt wurde, ich soll Lehrer werden, dann habe ich sofort eine ganz große Erwartung gespürt und war wahnsinnig gespannt dann auf meine erste Stelle als Lehrer, weil ich wusste, hier werde ich Menschen begegnen. Und ich werde jetzt Menschen begegnen, nicht mehr einfach nur in meinem, das ist jetzt nur beschreibend gemeint, klerikal-theologischen Umfeld, die alle irgendwie katholisch sind und gerne Gottesdienste feiern und so, das habe ich auch alles gerne gemacht, sondern hier werde ich nochmal ganz neuen Menschen begegnen. Menschen aus ganz anderen Kontexten und Zusammenhängen. Menschen, die vielleicht überhaupt gar nichts von Christentum und Glauben wissen, und die würde ich auch gerne kennenlernen. Meine erste Schule war dann ja meine Referendariatsschule in Frankfurt, das war eine staatliche Schule. Und da bin ich mit großer Neugierde und mit großer Vorfreude drauf hingegangen. Und als ich dann dort angekommen bin, muss ich sagen, war es eben großartig. Ich habe dort etwas entdeckt, ich habe dort Menschen entdeckt und ich habe einfach die Schönheit des Lehrberufs entdeckt. Viele Menschen klagen ja heute, sei so schwierig geworden, Lehrer zu sein. Ich habe unendlich viele Gespräche im Laufe der Jahre geführt, in der Menschen über Lehrer geklagt haben. Es gibt Lehrer, die ganz Schreckliches machen, die ganz schrecklich mit Kindern umgehen. Aber ich glaube doch, dass Lehrersein mit zu den allerschönsten Berufen der Welt gehört. Ich hatte nie die Idee, Lehrer zu werden. Dieser Stern ist mir vorgehalten worden, nicht aufgrund meines Willens. Ich bin ihm gefolgt und bin da angekommen, wo ich hingehörte. Und das durfte ich dann 35 Jahre lang machen, bis ich jetzt nun die Schule aus Altersgründen hinter mir lassen musste und auch durfte. Also das wäre so eine Geschichte, wo ich auch sage, ich bin eben auch einem Stern gefolgt. Den Stern sucht man sich nicht selbst aus. Der wird einem vorgehalten, der erscheint plötzlich und dann lässt man sich drauf ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.